Name ist Hanna und ich suche heute mit euch nach Antworten, die das Netz bewegen, rund um das Thema Deutsche Bahn. Und wir fangen heute an mit der ersten Frage, die ich direkt auf das Handy bekommen habe. Und zwar steht hier: Hi Hanna, ist Zugfahren wirklich umweltfreundlich? Haben wir ja alle schon mal gehört. Kein Stau, weniger Abgase. Aber stimmt es wirklich? Ich gehe mal die Leute fragen. Bis gleich. Fahren Sie mit dem ICE? Ja. Denken Sie, dass ICE umweltfreundlich ist? Das ist umweltfreundlich, ja. Auf jeden Fall. Weil natürlich die Autos und Flugzeuge auf der Strecke wesentlich mehr verbrauchen. Do you think driving ICE is economically better than driving car? Yes, definitely. Why? Because I think there's more people can travel at the same time. Ja, weil es im Vergleich zum Auto weniger Energie braucht pro Person. So, und ich habe hier jetzt jemanden, der es wirklich weiß. Und zwar ist das der Leiter des DB Umweltzentrums, Herr Joachim Kettner. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Und ich habe gleich die allererste Frage. Warum ist die Deutsche Bahn eigentlich so umweltfreundlich? Wir können Elektroenergie nutzen. Elektroenergie ist immer noch besser als Diesel oder Benzin zu verbrennen. Wir können Bremsenergie wieder zurückspeisen in das Netz hinein. Wir können, wenn Sie so wollen, Bahnstrom wieder recyceln. Das zweite Thema ist die Interaktion Stahl auf Stahl, Stahlrad, Stahlschiene. Dadurch brauchen wir viel, viel weniger Reibungskräfte, als wir es zum Beispiel auf der Straße haben zwischen einem Gummirad und einer Asphaltdecke. Und ich habe auch gehört, bis 2050 haben sich das Ziel gesteckt, dass die Bahn komplett 100% mit Ökostrom fährt. Ist das Ihr Ernst? Bis 2050 werden wir CO2-frei fahren. Das ist unsere Strategie. Aber wir haben schon allerhand getan. Ab 1. April des vorigen Jahres fährt der Fernverkehr zu einem großen Teil schon CO2-frei, nämlich für alle Besitzer von Bahncards und Streckenzeitkarten. Die fahren schon 100% Ökostrom. Da wird ordentlich was getan. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Naturschutz, Ökostrom, CO2-Emissionen. Es gibt absolut nichts, was die Deutsche Bahn nicht kann. Abgesehen davon ist es natürlich deutlich effizienter, wenn viele Menschen mit wenigen Zügen fahren, anstatt wenige Menschen mit vielen Autos. Ja, und mehr zum Thema Deutsche Bahn und Umweltschutz gibt es in der Broschüre Signal steht auf Grün oder im Internet. Mehr Fragen und vor allem noch viel mehr Antworten gibt es das nächste Mal von mir. Bis dahin, auf Wiedersehen, adios und tschüss. Warum fährst du gerne Bahn? Weil es schön ist.